So, meine Lieben, es gibt ein kurzes Mal Video auf YouTube und zwar geht es um das Profil. Ich zeige euch, wie ihr eure Profile aktualisiert. Und zuallererst geht hier auf auf euer Profilbild. Das ist A und O. Dann klicken wir erstmal drauf. Dann haben wir auf der linken Seite unser Profil und Leistung und Titel. Und auf der rechten Seite haben wir unsere Infos über aktive Bots, also nicht Bots, sondern Booster, dann unsere Prestige und Bewertung und unten drunter, wenn wir nach unten etwas scrollen, haben wir hier das Feld für Allianz Champions bearbeiten. Darauf klicken wir jetzt da. Dann kommen wir uns dann zum Kriegsangreifer, also zu den drei Tabs. Also wir haben einmal hier auf der oberen Seite die drei Registerkarten, Kriegsangreifer, Kriegsverteidiger und Allianz-Missionen. Wenn von euch jetzt jemand fordert, dass ihr da die ganzen Champions reintun sollt, dann macht es einfach. Weil dann kann derjenige, der in dem Fall Offizier ist oder auch Co-Admin in Anführungszeichen, weil wenn ich jemand zum Beispiel in meiner Allianz sagt, das ist der Co-Admin, dann meine ich das auch so, auch wenn Kaban so dämlich sind, dieses Jahr diesen Titel einzuführen, Co-Anführer. Das machen sie erst nächstes Jahr. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie mache ich das Ganze? Ich mache jetzt mal löschen und weiter. Und dann mache ich Folgendes. Ich gehe da einfach auf diesen Button. Ich kann das manuell machen und ich kann auch hier dieses grüne Ding drücken. Das ist so hier diese Pfeile. Der zeigt an, dass man, wenn man da draufklickt, dann kann man sagen, Champion schnell hinzufügen Button. Und ich klicke auf jetzt hinzufügen. Und dann klicke ich auf das Feld speichern, damit meine Auswahl auch gespeichert wird. Und that's it. Das Ganze kann ich nochmal wiederholen in Kriegsverteidiger-Modus. Da kann ich sagen, Kriegsverteidiger, aktualisieren bitte. Also könnte ich sagen, hey, pass auf, mach doch bitte noch den Rest rein, fügt noch hinzu und das war's dann auch schon. Nachdem das auch gemacht wurde, kann ich dann wieder auf den Button, in dem Fall Speichern klicken und dann ist das auch gespeichert. In dem Fall sollte ich mir überlegen, ob ich nicht die gewisse Champions raushaue, wie zum Beispiel jetzt dieser blöde Iron Man Patriot, also Iron Patriot, der ist eigentlich nichts wert. Also könnte ich dann den umtauschen zu den hier oder zumindest zu Domino. So, Speichern klicken und that's it. Und wenn ihr eine Missionen das haben wollt, dann könnt ihr auch wieder das hinzufügen. Denn generell ist es ja so, wenn ihr sagt, hey, ich habe aber gewisse Champions, die ich zocke, das will ich jetzt nicht alle reintun, das macht überhaupt nichts, denn weil sie alle drin sind, kann derjenige es einsehen, in dem Fall der Bernie bei uns, der Co-Admin ist, und der kann dann sagen, okay, das und das, diesen Champions, mit dem möchte ich arbeiten. Dann schickt er jedem eine Botschaft zu, einzeln, das ist ja schon Aufwand genug. So ein Service hat man in kaum welchen Allianzen, nur in sehr guten, die so ein Service haben, ne, anbieten. Und dann sagt er, hey, das und das, die berüchtigt Champions. Und welche Champions brauchst du für Zocken und welche Champions brauchst du für AM und AK-Angriff? Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. So machen wir das auch immer. So machen es auch andere sehr gute Allianzen. Und bitte dann auch das tun, was Bernie sagt. Jetzt auf YouTube-Kanal, damit wirklich keiner sagt, ich habe es nicht gesehen, es ist untergegangen. Ihr könnt jederzeit diesen Link abrufen. Warum ist es so wichtig, das zu tun? Selbst ich mache das, wenn er mir Anweisungen gibt, weil er hier der AK-Chef ist und nicht ich. Ich bin nur AM-Chef und einfach sporadisch Anführer, aber ne, wie bei Mediamarkt, es gibt einen Verkaufsleiter und der macht halt das. Weil es einfach so aufgeteilt ist. That's it. Eine ganz einfache Sache. Wenn der Verkaufsleiter sagt dem Chef Mediamarkt, ja, du pass auf, ich habe ja dein Vertrauen erhalten und es so zu machen, also misch dich da nicht ein, du Arsch. Sagen wir es mal überspitzt, denn dafür hast du mir die Macht gegeben. Und so habe ich auch dem Bernie die Macht gegeben, das zu tun. Und wenn er das fordert, dann macht er das einfach. Wenn er sagt, ey, ich kann das nicht, weil ich brauche das, oder ich hätte gerne diesen Champion eher,
dann sagt ihr, ich hätte gerne diesen Champion, und dann kann Bernie euch sagen, ja, okay, können wir machen, können wir nicht machen. Wenn er sagt, können wir nicht machen, dann ist das halt eben so. Dann ist das so, dann müsst ihr halt eben halt einstecken. Ne? Ich kann auch nicht alle Champions immer weggeben. Ne? Bernie sagt, nee, Andi, ich brauche diese Champions. Sag ich, okay, dann ist das so. Ne? Chef ist Chef, Chef sagt, und wir machen das, denn er hat ja dafür gesorgt, dass ihr sehr oft gewinnt. Und ich habe euch damals gesagt, ich habe AK abgegeben, weil ich gemerkt habe, es ist besser, jemand eine Arbeit zu machen, die er besser kann. Und da ich das gesehen habe, so, ey Bernie, du machst es ja top, besser wie ich. Also wäre ja bescheuert, das nicht zu tun. Ne? Das ist schon länger her, aber das haben wir so abgemacht, und daher macht das einfach. Ne? Weil dann wird alles gut. Dann werden wir auch oft gewinnen. Klar, ab und zu mal hier hat man eine Niederlage, wenn die Leute nicht mitmachen, so wie da. Aber so, wenn die Leute mitmachen und wenn auch Kebam nicht Arschloch-Gegner gibt, dann gewinnt man sehr oft. Ne? Ganz klar, es gibt auch Niederlagen, wenn dann Gegner zu stark sind oder niemand mitmacht. In dem Fall ist es natürlich so, da hatten wir ja bei denen, wo man nicht, da hatten wir ja ganz wenig Spieler im Endeffekt. Haben da gerade mal 16 mitgemacht und vier haben gefehlt. Und das ist natürlich immer wichtig, dass alle, wenn zwei KIs sind, mitmachen, dass da keiner fehlt. Ne? Wenn alle mitmachen, wie hier jetzt hier sehen können, dann sieht das anders aus. Ne? Da seht ihr, zumindest haben zwei da mehr mitgemacht. Da sieht man, das sieht ganz anders aus. Und so verhält sich das generell in Allianzkriegen. Macht man schön mit. Außer Kabam gibt uns jetzt so durchschnittlichen Gegner, das kann auch passieren. Aber macht man schön mit, dann kann man oft gewinnen. Das ist jetzt Session Off natürlich. Die Session Off, die ist eine Übung, auch muss man auch sagen. Da haben wir uns jetzt nicht alle super viel Mühe gegeben. Na, da gibt man sich nicht mehr so viel Mühe, dass man sich sagt, okay, wenn ich down bin, bin ich down. Dann wiederlebe ich mich wieder. Und gut ist. Aber es geht nicht um alles, es ist ja nur einfach eine Übung. Okay? Wenn ihr jetzt dieses Video schaut und ihr seid neu und ihr wollt zu Game of Thrones, dann gerne. Game of Thrones sucht noch drei Leute, drei große Leute, ab Prestige mindestens 9000. Drei Plätze sind offen, einfach join, join. Wir sind offen, wir machen keine Anfrage. Ja. Das ist. Ist blöd, dass er wieder mal irgendwas macht, was ich nicht machen will. Das ist typisch Kebam. Ja, da ist unsere Sache. Ne? Da könnt ihr uns finden. Da haben wir dementsprechend. Und das war's auch schon von mir.